Wenn ich schon dabei bin. Ich war gerade auf der Straße unten und da lief ein alter Mann an mir vorbei, der nach Verwertbarem suchte. Ja, die Gedanken wahrscheinlich ein Obdachloser, ein Obdachloser. Also ein obdachlos lebender, gewordener Mensch, der irgendwie halt dann in den Mülltonnen sucht, so, das kennt man ja, und dann überkommen einen doch irgendwelche unangenehmen Gefühle. Naja, vielleicht gibt man noch einen Euro und das war's dann. In Form, in dem was mir dann entgegenkommt, sehe ich das Wetterleuchten der Zukunft. Nämlich, dass wir alle, wir müssen nur auch wieder, alles Vergängliche ist ein Gleichnis, auf einer höheren Ebene betrachten, ein Mensch, der Reste verwertet, allerdings gezwungen dazu, in den Abfällen, was andere nicht verwertet haben, zurückgelassen haben, nicht zu Ende gebracht haben, womit sie nichts anfangen konnten, das ist ja wegwerfen, was überflüssig war, aus dem etwas zu machen. Gezwungen, um zu überleben. Also wir haben wieder das Motiv, ich möchte heute über Recht, jetzt hier in diesem Video über Recht sprechen, aber gerade noch als Überleitung vom letzten Video, diese Motive. Das Wetterleuchten einer Zukunft, in der wir das Geschehen zwischen uns Menschen nicht nur verstehen, sondern so empfinden lernen, von Anfang an, oder vielleicht die Menschen, die dann, kann man auch lernen, ne? So empfinden lernen als Gegebenheit, als ja, so ist es richtig und von jedem Einzelnen von uns immer mehr gewollt, so ist die Schöpfung eingerichtet, wie im Tierreich zu sehen, wo ja überall Wesen dann mit dem, was andere ausscheiden, übrig lassen, dann das ihre machen. Jetzt ist es dort aber in einer Ökonische von einer höheren Weisheit so eingerichtet worden. Und uns, an uns ist es als jetzt erkennende Menschen, die die Freiheit haben, gegen die Schöpfung zu verstoßen oder uns nicht nur irgendwie einzufügen, sondern zu sagen, Mensch, das macht ja wirklich Sinn, das macht sogar Freude, dass wir unsere Gesellschaft so, also dass wir die im Grunde kosmisch sowieso schon vorgegebene Gestaltung aufgreifen, das Prinzip verstehen und sagen, auch wenn ich zum Beispiel die Hinterlassenschaften, also man nennt ja auch den Code eine Hinterlassenschaft, jetzt aber die erblichen Hinterlassenschaften meiner Eltern, die Erblasten, zum Beispiel das Erbe, wie bei einer lieben Freundin von mir, der Künstlereltern, die unglaublich produktiv waren, aber halt dann sich nicht verfügt haben, was mit ihren Sachen geschieht, so dass man dann halt diese Last aufgehalst bekommt oder der große Laster kommt vorbei und wirft alles auf den Schrott. Aber das möchte man ja dann irgendwie auch nicht. Also müssen die Dinge gesichtet werden. Das ist das, was der alte Mann auch gemacht hat. Es muss dann irgendwie auf seine Wiederverwendbarkeit geprüft werden, vielleicht nicht unbedingt für einen selber, sondern für andere Menschen. Das mag es in einem Verkauf geschehen heute, aber wem, wohin möchte das? In einem Museum und so weiter. Und was kann wirklich weg? Was kann dann, aus welchen Materialien kann überhaupt nichts mehr gemacht werden? Wir erinnern uns vielleicht noch, bei mir ist es noch recht präsent, dass es zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg und soweit ich weiß, auch in der DDR, selbst im Westen bei uns, gab es bis in die 80er Jahre hinein noch Altpapier-Annahmestellen. Also Menschen haben Altpapier gesammelt, Edelmetalle, Kupferkabel und so weiter. Das wurde uns weggenommen und es ist dann uns, das wieder einzuführen. Uns im Sinne von, nicht, ich bin ein kleines Verbraucherlein und gehe und hole mir sowieso nur noch mein Schnäppchen. Ich akzeptiere diese Ordnung der Dinge nicht, weil ich bin jetzt souverän und du und du und du und du, wir sind der Souverän und wir handeln wie Könige, wir richten unser Reich miteinander ein und als verständige Souveräne werden wir uns auch über diese Dinge einig sein.
Wir werden einfach miteinander als eines von vielen Projekten in der Gestaltung unseres Ökosystems, werden wir miteinander nicht warten auf irgendeine Regierung, die von korrupten und unwissenden Menschen betrieben werden, sondern wir werden aus uns heraus Räte einrichten, Verbrauchersammelstellen, weil wir das größere, wunderschöne Motiv überblicken, nämlich, dass wir füreinander neben dem herausragenden Ich bin der Firmenboss so und so, sowieso ja im Grunde die ganze Zeit mit dem beschäftigt sind, und es ist so richtig so, was andere hinterlassen. Das mag auch nur eine Bemerkung sein. Was bist denn du für ein Spacken? Das mag natürlich dann schwierig sein zu verdauen, aber was will das werden? Oder was Menschen in irgendeiner Hinsicht äußern, aus sich herausbringen oder von dem, was sie bekommen haben, dann halt dann irgendwo hin tun. Das mag also da bitte jetzt ein bisschen weiblich auch die mehrere Bedeutungsebenen erkennen, die ich auch hier schon andeute. Und dass es eigentlich in der Wirtschaft immer darum geht, dass ich dann hier meinetwegen eine Regenrinne nehme, da nehme ich dann dieses Teil, das ich irgendwo finde, und daraus machen dann manche andere Menschen Kunstwerke. Andere gehen hin und sagen, ja, das ist ja wunderbar. Vielleicht ist es nur Kunst, um anzuschauen. Vielleicht ist es auch ein praktischer Tisch, der dann irgendwie aus Dingen geworden ist, die jemand halt genommen hat. Aber das ist vorbildhaft. Es ist vorbildhaft, dass wir mit den Dingen, die Welt uns gibt einerseits, also Rohstoffen etc., die Wälder, das Holz und so weiter, aber auch mit dem, was andere Menschen aus sich heraussetzen, bitte, ne, ich habe es gerade gesagt, dass wir mit dem etwas machen und dann daraus mehr machen. Mehr im Sinne der Menschen, nicht nur irgendwas zusammenschweißen, sondern mehr im Sinne des anderen, dass es andere wiederum bereichert. Was wird mit dem Erbe meiner Eltern? Wo möchte dieses Bild hin? Wo hat es vielleicht einen ganz neuen Platz? In welchen neuen Zusammenhängen möchte das da sein? Oder einfach auch nur noch mal eine große Abschiedsfeier und dann wird ein großes Feuer gemacht, eine Ehrung. Das ist nun ganz frei, da sind die Intuitionen und Fähigkeiten der Menschen gefragt, dort das Richtige zu finden. Und zwar auf eine sehr künstlerisch, ja regelrecht hellsichtige Art und Weise. Du erinnerst dich im letzten Video an, ein Spruch findet zu mir, ich finde ihn in Besinnung, lausche darauf, taucht vielleicht ein Name auf und möchte es hin oder mehrere Namen. Na, so wie wollen die Wege aus sich heraus gehen? Denn irgendjemand wartet oft, ohne es zu wissen, wartet er darauf, dass etwas zu ihm findet, von dem er noch nicht mal weiß, dass es gibt in der Welt. Zum Beispiel die vielen Leute, die dann, bei Apple ist das ja so, die haben ja so eine, das ist ja, sind ja Magier bei Apple, wird auch jeder zugeben, der vielleicht etwas über seiner Geblendetheit zu stehen vermag, dass er da magisch behandelt wird, so dass Menschen dann kampieren. Ich kenne das jetzt schon ein paar Jahre her, dass wir das damals so auch, also ich für meinen Teil auch ein bisschen amüsiert betrachtet habe, auf dem Gehsteig kampieren, bevor dann ein neues iPhone oder Tablet oder was auch immer herauskommt. Also diese Magie, dass Menschen so eben gierig werden nach diesem Ich muss das unbedingt haben, das ist ja erfüllt den Tatbestand der Abhängigkeit. Aber so ist das, so dieses, hier ist auch das Bedürfnis des Brauchens. Also ja, das ist irgendwie aus einem Gründen, die kann ich noch nicht mal benennen, ist das für mein Leben, für mein ganzes Dasein unglaublich wichtig. Da würde ich sagen, ist das auf Abwege geführt. Aber in uns ist das Prinzip, dieses Wissen um das Prinzip veranlagt. In alter Zeit war es so, dass vom Patriarchen alles recht ausging. Du warst rechtlos, kamst auf die Welt. Das bitte ich auch zu betrachten, all die Menschen, die sich zum Beispiel mit dem Seerecht beschäftigen, dass jetzt alles ins Handels- oder auch ins Seerecht überführt worden ist. Bei all diesen, es sind wirklich nicht so einfach zu beantwortende Fragen, also nicht so einfach mal so aus dem Stegreif, ohne ein Bewusstsein zumindest über die Entwicklung der Dinge in der Menschheit. Und so war es, dass die einzelnen Individuen als reine Avatare gewissermaßen erst langsam, dass dort ein menschliches Bewusstsein und auch Verantwortungsfähigkeit sich entfaltet hat. Es waren die Geadelten, die mit einem ganz anderen Blut, ganz real mit einem blauen Blut, dass sie die Vorläufer waren mit allen Entartungen, die uns heute als einziges
vorgeführt werden, dass sie diejenigen waren, die prototypmäßig Dinge vorgelebt und in sich selber entwickelt haben. Deshalb auch eine ganz besondere Schulung. Dann gab es diese verpatzte Übergabe vor 200 Jahren, zumindest in Teilen erfolgte Übergabe von Wissen, von Bildungseinrichtungen, aus denen diese komischen Volksschulen geworden sind oder Volkshochschulen, die nur zum Teil, wirklich einen kleinen Teil, das erfüllen, was sie hätten sein sollen. Und dann gab es, wie gesagt, diese Übergabe und seitdem, heute können wir zumindest in Mitteleuropa, nicht weltweit, damit rechnen, dass bei jenen, die man die Dichter und Denker nennt, und wo es heißt, dass sie einmal die ganze Welt retten werden auf Rudolf, wie heißt es an ihnen, an ihrem Wesen soll die Welt genesen. Das heißt, daran sollen die anderen sich ein Vorbild nehmen können. Ist eine Führerschaft im Sinne eines Vorreiterseins. Das ist das Motiv beim deutschen Geist. Und da sind jetzt viele Menschen befähigt, Freiherren und Freifrauen zu sein, die damit auch nicht mehr nur bloße Avatare sind und zu einer Masse da wie eine irgendwie vermassiert werden sollen auch, sondern Rechteträger sind viele von uns geworden. In uns wohnt, weil wir das Gewissen haben, daran drückt sich das auch aus, mit der Scham, du erinnerst dich, dass man dadurch eine Verantwortungsfähigkeit jetzt erlangt hat, jene, die Souveräne immer hatten. Was auch immer du, was man dir beigebracht hat, grundlegend, je weiter du zurückgehst, siehe Friedrich II., desto mehr war das tatsächlich so. Das waren eben höher stehende, schon höher entwickelte Persönlichkeiten. Und die Rechte haben sich verändert von damals, dass dem einzelnen Menschen wie so ein göttlicher Funke, dass ihm dann ein Recht wie eine Art Substanz, die man ihm einverleibt hat, verliehen worden ist, durch Pulse seiner Adern, ein gewisses Bewusstsein, hat auch mit der Gruppenseele zu tun. Also bis zum Vater Abraham war man in einer Linie und durch ihn, auch durch physische Übertragung, über die Vererbung, Blutlinie, geschlechtliche Zeugung, aber auch über dann das jeweilige Vater der Familie die Hand auflegt, da geschahen ganz real Übertragungsvorgänge, hat auch mit Chitinin zu tun, wie Wissen übertragen worden ist und deshalb lebte in den einzelnen Menschen auch das gesamte Wissen über die Erlebnisse der jeweiligen Vorfahren. Das war eine Realität, wie wir durch Rudolf Steiner lernen können. Und was ja in solchen Ideen wie Chitinin heute wieder auftaucht. Und das ist jetzt aber so, dass wir mit einem solchen Bewusstsein auf die Welt kommen, das dann nur nochmal durch 3, 4, ja 7. hinweg bis 28 eigentlich voll entwickelt werden muss. Da ist die Erziehung, die Umwelt gefragt, was uns da zur Verfügung gestellt wird oder wir uns wechselseitig und den Kindern zur Verfügung stellen, aus dem entsprechenden Bewusstsein. Was auch immer die damals getrieben haben, heute ist nicht mehr richtig, dass jemand, weil er eine Verfehlung begangen hat, sein Leben damit verwirkte. Sein Leben, das heißt, er wurde rechtlos, er wurde nur noch ein Stück Fleisch, vielleicht sogar noch unter dem Tier stehend, eigentlich genauso, wie wir es in der Abtreibung Föten behandeln. Also die Föten, das heißt, den gerade keimenden Menschen behandeln wir ja heute auch. Eine für viele unglaublich selbstverständliche Haltung zu den Dingen. Bitte überprüfe dich. Da denkt man nur, ja, ist ja noch ganz klein, ist ja angeblich noch keine Seele drin. Können wir ja verwursten, wie die Küken, ab in den Schredder, in den Mixer, in den Fleischwolf. Wir haben da ja eine gewisse Haltung, ist die Frage, ob sie dort gerechtfertigt ist. Genauso aber auch so war das früher gewesen, ab durch den Schredder, auf den hier gevierteilt und zack, so exemplarisch auch für die anderen als Lektion, wurde dieser Mensch dann eben halt verwurstet. Dieses Menschen-Dingens-Bummens, das es ganz real geworden war. Heute sind wir in Teilen der Welt, insbesondere Mitteleuropa, mit Auslegern hier und da, sind die Avatare anderer Natur, sie sind schon Rechteträger geworden. Sie sind Rechtspersönlichkeiten und deshalb dürfen wir uns nicht mehr so behandeln, aber wir tun es noch so. Wir leben noch in einem alten Bewusstsein. Und die Gefängnisse
Und die entsprechende Strafprozessordnung etc., die Gesetzesbücher sind ein Spiegel davon. Dass wir uns behandeln wie zu schreddernde Küken, natürlich mit so ein bisschen Neuem, einem Wetterleuchten der Zukunft, da schon mit drin, zum Beispiel, was dann die Berücksichtigung der Umstände anbelangt, ist im Abendland entwickelt worden, in den mitteleuropäischen, also europäischen Kulturen überhaupt, in diesem Kulturraum, ist eine Gerichtsbarkeit, hat sich entwickelt und entwickelt können, auf der Grundlage des richtig verstandenen Christentums, wer von euch ohne Schuld ist oder ohne Sünde, werfe den ersten Stein. Auf der Grundlage dieser Lehre, die tief verankert worden ist, was ihr mir getan habt, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Da ist aha, aha, so ist das. Mhm, das ist das Verständnis, so stelle ich mich in die Welt. Und da im Zuge dieses Werden, eines geistig-seelischen Werdens, wurde immer mehr dann einerseits an den Einzelnen appelliert, guckt doch jetzt bitte mal, okay, ihr streitet euch und so, jetzt schaust du doch bitte mal, kannst du das aus der Sicht des anderen betrachten, die Situation? Und das dann auch hierum. Kann man die Sicht des anderen einnehmen? Das sind Übungen, zu denen habe ich im letzten Video nochmal ermuntert und die leben auch schon in Form von Rollenspielen etc., aber meistens nur irgendwie so therapeutisch, hat auf das normal alltägliche Leben bisher weitestgehend keinen Einfluss. Schon deshalb, weil wir unsere Kultur nicht mehr selber gestalten. Wer gestaltet unsere Kultur? Hast du aufgepasst in meinen Videos? Alle Videos von Anfang an bitte ansehen, deshalb sage ich es immer wieder. Die Banken und die dahinterstehenden Interessen des Mammon gestalten heute oder gestalten heute die Kulturlandschaft, was an Seminaren, an Seminarhäusern, die zu finanzieren sind mit Werbung und so weiter, was dann aufgrund dieses Finanzmittels, hat mir jemand ein beiden Eierchen, was da eben hochkommen kann oder was nicht. Und dann bekommt, sage ich mal, die linkskulturelle, linksgeprägte Sozio und so weiter Landschaft bekommt dort eben Mittelchen und die können dann ihres verbreiten, die anderen werden klein gehalten. Dahinter stehen nicht nur nach außen hin, wundert man sich dann, wieso bekommt der eine das Geld und der andere nicht, wenn die Stadtpolitik da entscheidet. Aber da ist es noch nachvollziehbar, dass da Menschen sind, die entscheiden. Aber bei den Banken dahinter stehen auch durchaus ein Denken. Menschen als Denkende oder ein Denken, das sie ergreift, das ihnen dann schon die Hand führt und sagt, nee, den Thomas Siebel finanzieren wir mal nicht oder den aber schon so. Also wie da Kredite und so weiter gewährt werden oder auch nicht oder wie das Finanzamt ein Einsehen hat oder auch nicht etc. etc. So wird die Kultur von außen gelenkt und nicht mehr von uns. Wir haben zwar unsere Bemühungen, aber was blüht in der Kulturlandschaft, ist im Moment nicht in unserer Hand und das muss sich unbedingt ändern. Beginne bei dem Bewusstsein, dass wir unsere Welt einrichten müssen. Nicht mehr Zuschauer sein, nicht mehr nur Nörgler sein in irgendwelchen Rechtsvorstellungen, die auch in gewissem Rahmen auch verständlich sind, dass sie früher so waren, wie sie dann geworden sind, wie sie sich verändert haben, wie sie sich auch heute zu Unrecht halten. Wir brauchen ein eigenes Rechtsverständnis. Und wie ist das denn zum Beispiel mit einem Menschen, der jetzt irgendeinen Fehler begangen hat? Wir haben behandelt, dass in den USA, das war diese Zeit mit Horst, sei mir ganz herzlich gegrüßt, gerne mal wieder melden, wenn du diese Videos noch schaust, dann haben wir beleuchtet, dass im Amerikanischen da noch so ein urväterliches Verständnis, im Grunde ja auch der Uncle Sam, der große Onkel, Papa-Staat da drüben, der sich anmaßt über die ganze Welt, seine Way of Life irgendwie verbreiten zu wollen, so wie der gute alte Vater Abraham im Grunde, ne, von mir geht alles recht aus, ich bestimme auch über die Währung, da hängen alle an der Zitze quasi dann von Uncle Sam irgend dran. So ist das ja bis heute immer noch. Und da sagt er, du, dreimal habe ich dich verwarnt und dann kriegst du voll auf die Fresse. Da gibt es überhaupt kein Vertun, auch kein Einsehen, du wirst gleich erschossen und wenn du Pech hast, und bei drei Bagatelldelikten hast du dein Leben verwirkt, dann bekommst du lebenslänglich. Das war das, was ich vertraue auch darauf, das war, was Horst mir geschildert hat. Und deshalb sind die ganzen Gefängnisse so voll. Es werden auch die Umstände, obwohl unendlich viel Geld da ist, gerade bei der Oberschicht, die Umstände definitiv nicht so gestaltet, dass all diese Kriminalisierung vermeidbar wäre. Es wird sogar mit Drogenkriminalität, die wurde eingeführt,
aus verschiedensten anderen Gründen durch den Vietnamkrieg. Der war im Grunde eine Schleuse, eine große Schleuseoperation, wie später auch nochmal der Irakkrieg mit den ganzen Mondfeldern dort, um die Drogensucht nach Amerika zu bringen. Das bringt dann irgendwie einerseits, merzt es die dummen Leute aus, ganz klar steht so ein Denken hinter den heutigen regierenden Kreisen in diesem anglo-amerikanischen Establishment. Thomas Malthus, bitte beschäftigen, Malthus, also eine Fortführung Darwins. Wir müssen die Menschheit Georgia Guidestones auf einem gewissen Level halten. Wir sind die großen Hirten, du bist hier nur Fleisch, ab in Schredder, du auch, du auch, du auch, du kommst hoch, hoch, hoch. Und dann haben wir America's Finest, ihr kommt hoch und die anderen in den Schredder. Es werden die Umstände dort so gestaltet, dass möglichst, dass halt eben, wer das nicht schafft, die Hürde, der kommt eben in den Schredder. Ganz klar. Und es ist nicht nur ein Bild, es ist so. Das ist ein altes Weltverständnis, das dort drüben die Menschen beherrscht. Deshalb bräuchte es ja unbedingt Menschen hier, die beginnen, ein wirklich neues Rechtsverständnis zu leben. Also dreimal verfehlt, ab in Schredder, ab in Knast. Und dann weißt du genau, was mit dem Knast passiert. Dann wirst du vergewaltigt, dann wirst du terrorisiert. Es bilden sich Banden, aufs Messer bekämpfen. Und das war's die Möglichkeit, sich gesund in diesem Avatar heute auf die Stufe 7 zu erheben. Das war's. Früher war es auch so, dass das Recht eigentlich dafür da war, um auf einer instinktiven Ebene, also eine Hinrichtung für das Volk, war eine Erziehungsmaßnahme. Du hast dann ein Angstprogramm, ein Ducken hast du erreicht, dann war erstmal wieder Ruhe. Das hat gewirkt, wirkt auch bis heute natürlich so, weil es erschreckend ist, aber es gibt auch genügend Seelen schon, die sich über die Jahrhunderte gesagt haben, sag mal, was soll denn das? Ich meine, das ist doch wohl wirklich nicht nötig. Und warum so grausam? Und hat der eigentlich keine Rechte, dieser Mensch? Und da hat sich ein Denken langsam ausgebreitet, dass man sagt, naja, du musst ja auch auf die Umstände Rücksicht nehmen. Das heißt, es gibt ja auch Mitspieler in diesem ganzen Drama. Also wenn dieses Kind in den Knast kommt, wenn dieses Kind gestohlen hat, zum Beispiel und straffällig geworden ist, dann wollen wir doch mal gucken, wie das eigentlich bei den Eltern war oder bei den Umfeldern der Eltern. Und da sind wir sofort beim Wirtschaftssystem, wir sind sofort bei einer absolut ineffektiven Bürokratie, die ja auch, es ist ja auch ein Bürokratismus, ein Automat, ein Staatsapparat, also wie soll da irgendeine menschlich sinnvolle Lösung heraus auch resultieren? Das muss auch eingesehen werden, dass die Behörden immer nur, also das, was die Leute dort machen, nur von empfindenden, eigenverantwortlichen Individuen ausgeführt werden darf, die zum Beispiel im Rechtssystem immer wieder als Individuen sind Menschen vor die Frage gestellt, die Ärzte zum Beispiel oder Psychiater, sollen wir denn jetzt einen Menschen, der wegen Pädophilie da eine Gefängnisstrafe bekommen hat, sollen also erstmal, naja, so eine Sicherheitsverwahrung, also erstmal wegsperren, wenn der seinen Schwanz sich in der Hose behält, dann behalten wir den ganzen Kerl mit Hose dann dahinter Gittern, denn das ist es ja letztlich, sollen wir den wieder rauslassen, können wir ihn wieder auf die Menschheit loslassen oder holt er sein Ding dann gleich wieder raus und richtet Schaden an. Und es passiert regelmäßig, dass dann gleich mal eine Verlängerung unterschrieben wird, irgendwie, weiß nicht, wie lange das dann geht, gleich nochmal 2, 5, 10 Jahre. Und am Ende kommen viele von ihnen nie mehr raus, weil es wie auch noch in einer Kultur leben, wo wir nicht bereit sind, damit zu leben, dass man die Dinge halt nun mal nicht so glasklar, schön, Lenore, kuschelweich gespült, problemfrei hinbekommen, wie wir das alle gerne hätten. Eine Welt, wo es keine Unfälle mehr gibt, wo auch die Kinder sich weder die Knie aufschrammen, noch irgendwie im Teich ertrinken, wo unsere Liebsten natürlich mit uns gemeinsam 150 Jahre alt werden, bei bester Gesundheit und dann sterben wir gleichzeitig. Also halt wie in so einem richtigen, in einer schönen Brave New World, nicht wahr? Aber das Leben ist eben so, dass es Seelen gibt, die kommen zum Beispiel, ich wollte das auch schon lange mal erzählen, gibt da wunderbare Schilderungen, auch von Rudolf Steiner wiederum, dass Seelen herkommen. Zum Beispiel habe ich dann irgendwie einen Jugendfreund und der oder eine Jugendfreundin, die mir ganz, ganz viel bedeutet und die stirbt dann mit 18, 20 oder denkt ihr was aus in jungen Jahren. Ne?
und stirbt dadurch, aber das ist erstmal tragisch. Also sagt man ja, kann man denn nicht den Krebs heilen? Hätte man den Unfall nicht verhindern können durch automatisches Fahren? Hätte man vielleicht nicht ihre Gemütslage irgendwie mit Doping und das ist ja das, all die Richtungen, die wir heute wollen, irgendwie alles so hinkriegen, um all das zu vermeiden? Aber nein, sagt Rudolf Steiner, gewisse Seelen kommen her. Das heißt, es war eine Verabredung. Die Seele hat von vornherein diese Verabredung mit mir in dem Fall gesucht oder getroffen gehabt, ich komme zu dir, wir werden diese Verbindung eingehen, wir werden sie leben und dann werde ich auch gehen, damit du, mein lieber Thomas Christian, für dein Leben den Impuls bekommst, zum Beispiel, dass sich dir eine Tiefe eröffnet, die ja durch den Tod insbesondere eines geliebten Menschen sich eröffnet, dass du dann erstmals in deinem Leben vielleicht überhaupt eine Heimat findest, dass für dich die Welt bedeutungsvoll wird, alle Dinge, alle späteren Beziehungen, die du aufbaust, dass du dort wach bist, vielleicht weil du gemerkt hast, ich habe damals eigentlich immer so gelebt, als würden wir ewig leben und habe es nicht genutzt oder es passiert dir etwas in uns durch diese Dinge. Wenn du zurückschaust, sind es insbesondere die schmerzvollen Ereignisse, die deine Seele vertiefen und dadurch auch für andere Menschen natürlich dann zum Segen werden, weil du vertiefte Fähigkeiten hast, der Anteilnahme zum Beispiel. Und des Verständnisses auch, dass du dankbar bist für Momente, dankbar bist für jede Begegnung und nicht so leicht streitest, dich nicht so leicht distanzierst, etc. Und ich habe den Faden, Moment, ich mache kurz Pause. Wir leben heute in einer geistigen Haltung, dass wir eigentlich noch das ist schwer, das vielleicht an sich zu entdecken. Wir möchten aber, dass irgendjemand klare Ansagen macht und jetzt, wieso ist denn der zu schnell gefahren und der Sauhund und wieso lässt der Nachbar da, das ist doch meins, da seine Zweige darüber wachsen und wieso hat mich meine Frau betrogen und wieso habe ich jetzt dann beim Händler, wieso liefert der mir das Teil nicht und so, meine Welt soll in Ordnung sein. Irgendjemand soll im Grunde dafür sorgen, ja, klar, heute sagen wir, dass ich dann bekomme möglichst viel Schnäppchen, damit für mich alles glatt geht, vergessend, dass die Welt, wo einer damals im Grunde die Weide abgezäunt hat und gesagt hat, hier da einen Stall, du zur Tränke und du machst das und jetzt ne, das Ganze dirigiert hat in der alten Zeit und jeden an seinen Platz verwiesen hat, dass da niemand zu wollen hatte, das vergessen wir dann immer so. In diesem Kollektiv, dann warst du halt sehr, sehr weiblich, warst du halt bereit, im Grunde warst du halt bereit, das zu tun, was jetzt zu tun war, und hast keine Ansprüche gestellt. Es wurde dir deine Extrawurst, wurde dir zugewiesen, und manchmal hat man ein Auge zugedrückt, dass du dir selber eine rausgenommen hast. Aber in aller Regel lebte es mit Direktion, mit Ansage von oben, diktatorisch. Und dann hast du vielleicht gewisse Rechte bekommen, weil du dich als verantwortungsfähig erwiesen hast. Und dann konntest du selber ermessen, wie viele Würste du nun aus der Speisekammer nimmst. Aber wenn du dich als verantwortungslos erwiesen hast, dann warst du auch ganz schnell mal deine Ämter los oder gar einen Kopf kürzer. Denn man hat einfach vorausgesetzt, dass du nun im Rahmen der Umstände weißt, das sind 100 Menschen und 113 Würste und da kann ich mir nicht 90 davon nehmen, das, was die ganzen Reichen heute tun. Weil es da heute auch kein Bewusstsein dafür gibt, dass doch irgendwie das, was ich mir jetzt raffe, weil ich mir das oder nehme, weil ich es halt aufgrund meiner Geldscheine, die ich aus irgendwelchen Gründen in meinem Geldbeutel oder auf dem Konto vorfindet, kann ich mir zwar all das kaufen, aber ob ich dann anderen Leuten etwas wegnehme, ob ich sie übervorteile, ja, die Frage wird uns nur ganz am Rande gestellt, siehe Fair Trade und so weiter. Auch ein Wetterleuchten, eine Zukunft, das aber auch viel zu wenig ist. Wir möchten heute eigentlich noch so, dass wir jetzt, man hat uns angeboten, ja, es darf jeder selber ein Auto haben. Früher war es die Staatskarosse. Da hatte nur da oben der die Kutsche und das Pferdegespann. Jetzt hat man uns das feilgeboten, da geht doch hin, hol dir dein Schnäppchen, hol dir dein Auto. Zwei, drei, du kriegst sogar noch eine Abwrackprämie. Wunderbar, es hat dich nicht zu kümmern, wohin das geht, aus wessen Erde da irgendwie die tollen Mineralien und seltenen Erden geschürft werden für dein Smartphone. Kümmer dich um nichts. Guck mal, Netflix kostet auch nur 9 Euro. Ist das nicht schön? Jetzt kriegst du auch noch Grundeinkommen. Du musst dich um nichts mehr kümmern. Und die anderen werden schon sagen, dafür kümmern wir uns jetzt um die Dinge, nicht wahr? Und ja, bis dann eben sich welche Ermächtigungen sagen, Moment, die alte Gesellschaft ist zusammengebrochen.
auch, es haben sich irgendwie Reste auch unsinniger Dinge irgendwie erhalten. Und das wird jetzt immer schlimmer werden, bis welche sagen, wir bauen eine neue Welt. Idealerweise machen wir dafür Konzepte für Spiele. Ich lade herzlich ein, das mit mir gemeinsam zu tun. Es gibt viele Leute, Spieleentwickler, die machen das so privat, auch ganz nebenher oder professionell, dass wir einmal diese ganzen Dinge, um die es hier geht, dass wir das mal in ein Spiel irgendwie einbauen. Was ist denn das Bedürfnis des anderen, das erstmal kennenlernen und da heraus produktiv werden? Nicht für mich, weil ich toll sein möchte oder weil ich damit Kohle kriege, das wollen wir trennen, sondern ich werde produktiv, weil ich das Grummeln im Magen der anderen auf verschiedensten Ebenen spüre, das Grummeln der Vergangenheit, Flüche, die erlöst werden wollen, das, was werden will aus der Zukunft und so weiter und das, was jetzt aktuell gerade zu tun ist und in die Welt zu bringen ist, die zu gestalten ist im Mehrwert etc. Unser Rechteverständnis baut immer noch darauf, dass jeder eigentlich nur gesagt bekommt, was er zu tun hat. Also ist unser Bewusstsein auch, ich habe mich doch jetzt hier irgendwie an die Gesetze gehalten und so weiter. Warum passiert das denn jetzt alles hier so? Wir müssen den nächsten Schritt machen, dass wir begreifen, dass was früher dirigiert worden ist, jetzt ist der Dirigent weg und jetzt können wir schauen, dass wir als, was früher eine Herde war, das sind es lauter Individuen geworden. Und die Individuen stehen in einer Beziehung zueinander, die es früher nicht gab, als wir rechtelos waren, aber die jetzt quasi hier auf dieser Herdeebene eingeführt worden ist. Denn wir sind wechselseitig, wie ich es im letzten Video ausgeführt habe. Hier kann ich meinen Weg zwar gehen irgendwie ganz straight und glauben, das wäre jetzt irgendwie ein menschliches, sinnvolles Leben, aber wir sollen es als Orchester, als Symphonieorchester gehen mit den wechselseitigen Abhängigkeiten und Bedingtheiten. Und da kommen einfach, das heißt, meine Rolle ist nicht nur die, ein möglichst glückliches Schaf zu werden oder der Oberwolf oder wie auch immer. Meine Aufgabe ist, jeder soll zu dem Seinen kommen, aber begreife, Mensch, dass du nicht nur dein Ding machst und dich um dein Fernsehen, dein Haus, deine Kinder kümmerst, sondern du hast ganz andere Aufgaben in dieser Gemeinschaft, die zum Beispiel damit zu tun haben, jemand fügt dir einen Schaden zu oder du jemand anderem. Das hat damit zu tun, dass zwischen euch eine Begegnung stattfinden soll. Stelle dich anders zu diesem Schaden. Sage nicht, ach, hätte ich ihn vermieden, ach, wäre der Mensch nicht gestorben, ach, da, ach, die, ach, so. Sondern nimm es als eine Gegebenheit, so wie ich heute, mein Wagen steckt im Schlamm fest, ich komme nicht raus, jetzt stehe ich hier, jetzt sitze ich hier. Es ist noch nicht so ganz erkennbar, außer dass ihr zwei Videos mehr bekommen habt, erkennbar, was das jetzt so genau irgendjemanden bringt, sei es mir oder anderen Menschen, aber das ist in Ordnung so, ich akzeptiere es und mache das Beste jetzt aus dieser Situation und so sollen wir auch erkennen, dass wir alle irgendwie daran beteiligt sind, auch durch Weggucken vor allen Dingen auch, siehe das junge Mädchen, wo alle wissen, na, die wird sich dann bald prostituieren, dann wird sie wahrscheinlich dann bald drogenkrank werden mit ihren Kindern, die dann gleich wieder abgeschoben werden in die Fürsorge, ab in den Schredder, das wissen alle. Aber wir handeln nicht, weil man uns noch nicht gelehrt hat oder wir uns noch nicht selber darüber informiert haben, so mit Rudolf Steiner, dass wir haben in dem Moment, in dem wir in dem Umfeld leben, haben wir direkt oder indirekt, sind wir im gleichen Spiel. Und das ist nicht nur so mitgefangen, mitgehangen, nicht nach dem Prinzip, sondern es ist von oben betrachtet ein Theaterspiel, das wir vorgeburtlich verabredet haben und jede Nacht neu anzetteln. Schau mal, da ist dieses Mädchen. Jetzt habe ich das gesehen. Oh nee, jetzt muss ich was tun. Ja, das ist erstmal unbequem. Aber wenn ich mich bequeme, erstmal darüber nachzudenken, erst einmal, du denkst an diesen Spruch, ich habe ihn bekommen, für wen könnte ihn sein? Das ist anstrengend. Ich muss an andere Leute denken. Ich würde gerne lieber Fernsehen oder ich würde gerne lieber sonst was Sex machen oder so. Na gut, aber nach und nach merke ich, das macht eigentlich auch Freude. Und tatsächlich passiert dann etwas, man bekommt nämlich ein Lächeln zurück. Man bekommt eine gelöste Situation. Man kommt mit anderen Menschen kreativ, konstruktiv ins Gespräch, wenn die auch so drauf sind. Und dann macht man hier als Sozialkünstler mal hier was und da eine kleine Idee und da eine Zusammenkunft und man kümmert sich um den anderen, nicht im Sinne von, komm her, ab in die Erziehungsanstalt oder ich häufe dir jetzt irgendwas über,
meine Rechtsauffassung und warum machst du das nicht? Nicht diese Art von Tätigkeit, sondern künstlerisch in einem Drama, was müsste geschehen? Ich habe schon einmal ausführlich geschildert, was müsste geschehen, damit dieser Mensch jetzt in seinem Leben weiterkommt. Das ist ein Künstlertum. Na, so. Das ist beabsichtigt, dieses Setting. Das alte Setting, Schäfer sagt, du da, du da, du da, du da. Er verteilt Machtbefugnisse in diesem kleinen eingeschränkten Rahmen. Durftest du ein bisschen handeln, bist du vielleicht dann irgendwie selber mal irgendwann in die Königsdynastie aufgenommen worden bist, wurdest vielleicht geadelt, aber das war früher immer nur in einer Anerkennung deines Bewusstseinszustandes, nicht nur eine reine Machtgeschichte oder irgendwie so eine Taktikgeschichte. Und jetzt, wie ist das denn mit einem Menschen, der, nehmen wir mal ein Beispiel, der straffällig geworden ist? Was braucht der denn, also jetzt von dem Umfeld, wie es gestaltet worden ist, um das wir uns hier auch nicht kümmern, macht ja der Vater Staat, das macht ja Frau Merkel und die Minister da oben. Habe ich ja gewählt, habe ich ein Kreuzchen gemacht, das hat ungefähr 2 Sekunden gedauert, bis vielleicht die ganze Stunde mich anzuziehen, zum Wahllokal zu gehen, was zu lesen, vielleicht waren es auch 2 Stunden und dann ist für 4 Jahre ja wieder mal Ruhe, dann gebe ich das ab an den lieben Gott da oben, ist ja so eine Art Gott, ne? So, Frau Göttin Merkel, die Führerin der freien Welt, wie sie sich ja selber genannt hat. Und jetzt ist da irgendwie so eine komische Type da oben, der Herr Scholz, Meier, Hinz und Kunz, wie heißt der noch genau, interessiert ja auch keinen, weil es ist ja nur noch quasi ein kleines Gesicht auf der Ampel. Bis so ist es ja geworden, dass jetzt die Regierenden keine nicht mehr so genannt werden, die unterschreiben ja auch nicht mehr, es ist eine Ampel. Das sollte uns aufwecken, dass da oben tatsächlich nur noch eine Ampel ist. Da ist ein Computer, eine künstliche Intelligenz, ein verrückt gewordenes sonst irgendwas. Das wird immer schlimmer werden, bis wir sagen, wir müssen raus aus diesem Zustand von, dass irgendjemand, einer, da kommt daher, irgendwie, ich bin jetzt der Verkehrsminister, jawohl, hat von nichts eine Ahnung, ja, und überlässt dann irgendwelchen Experten, irgendwelchen Computern wiederum, überlässt er die Verkehrsplanung. Nach welchen Parametern wird die Verkehrsplanung gemacht? Möglichst smart ist gleich intelligent. Natürlich so, dass die Menschen Einheiten flutschen, ob das mit ihrem Leben, wie sie das gerne hätten, wie es sinnvoll wäre, irgendwas zu tun hat, ja. Das interessiert ja nicht. Da werden die Katzen im Korb, die dürfen nicht mehr kuscheln, dürfen sich nicht mehr selber zurechtrücken, dürfen nicht mehr miteinander mal Beziehungsarbeit machen. Nein, da bekommt jeder eine Nummer und du legst dich dahin auf deine Pritsche, genau 1,1 Meter breit oder mit 1,50 Meter Corona-Abstand. Das ist doch das, was in Corona eigentlich dann irgendwie so unübersehbar war für den, der das Leben, alles vergänglich ist, sein Gleichnis ebenso begreifen kann. Also alles vergänglich ist, sein Gleichnis. Für den ist es offensichtlich, dass die Welt immer mehr in diese DIN-Norm-Einteilung wird. Die Krümmung der Bananen, der Beischlaf nur noch in dem Winkel, in der Frequenz wird immer mehr vorgeschrieben, weil wir uns weigern, uns an die im Grunde relativ leichte Aufgabe zu machen, wenn wir sie spielerisch sehen, also auch ein Spiel, das spielerische Herangehen, ein Spiel entwickeln und so weiter und sagen, okay, was haben wir für Grundelemente? Wir haben jetzt, ne, das alles, das die Grundbuchstaben des Lebens, die ich in diesen Videos ausgeführt habe. Und in meinem Artikel nochmal Wege aus der Krise. Keine Sau bestellt mir irgendwas. Es ist wirklich sehr, ja, zum Weinen. Es ist wirklich zum Jammern. Schade. Also unglaublich schade. Aber ich habe Vertrauen, dass alles werden wird. Es ist vielleicht einfach ein Luftholen. Du siehst, ich habe gelernt. Also. Wird schon werden, haben mir ganz viele Frauenmenschen gesagt, so, die das dann gerne vergessen selber. Nämlich sich eine Fantasie zu machen, was denn werden soll. Also, auch meine Zahnschmerzen, die ich habe, wird schon werden. Na gut. Wie ist dieses Leben, was ist das, wenn jemand straffällig wird, wie gehen wir damit um? Was soll es denn eigentlich sein? Wollen wir wieder wie früher, wo man Hände abgehackt hat, wo man hier draufgeschlagen hat, wollen wir es machen wie in der alten Zeit, wo für alle zur Kontrolle sozusagen Exempel statuiert worden sind, wo mit diesen Ebenen des Avatar gearbeitet worden ist, mit Angst und Doping und ne, das, was heute halt die Konditionierung sind, mit denen die Politik ja arbeitet, mit uns.
Anreizsysteme in Unternehmen oder drohende Strafen. Wehe du, dann zahlst du. Ich habe neulich, ich war 3 Kilometer, 3 km zu schnell in Winterthur, da 40 Franken bezahlt. Also gute 50 Euro für 3 km zu schnell. Das ist wirklich bitter, aber genauso wird es gemacht in der alten Zeit, wo auch dafür gearbeitet worden ist, ein Gewissen anzulegen. Gewisse Dinge, also quasi lernen zu unterscheiden, gewisse Dinge tust du nicht. Überhaupt da so eine Empfindung dafür zu haben, auch sagen, auch selber zu gucken, sollte ich jetzt dem sein Auto da mal kurz ausleihen, weil es da gerade offen mit Zündschlüssel rumsteht? Nein, das mache ich nicht, weil es ist sein Auto. Wenn, muss ich fragen. Da, das Gewissen wurde durchaus geschmiedet aus Strafaktionen. Man hat es uns eingebläut. Aber immerhin ist es jetzt heute ein gewisses Grundgerüst da zur Verfügung. Und das gepaart mit der menschlichen Scham jetzt etwas immer ein immer feineres Sensorium wird. Wollen wir es noch? Brauchen wir noch die Stockhiebe? Oder sind wir eigentlich nicht schon da, dass wir uns dann überlegen, wenn er verfehlt, also überhaupt Verfehlung, was heißt Verfehlung? Er hat es geklaut. A, ist es so schlimm? Wäre die Frage. Können wir nicht ganz neue Fragen stellen? A, erstmal betrachten, naja, der Kerl, der hatte ja irgendwie gar nichts. Also die Umstände viel mehr beachten. Auch bei den Leuten, die wir im Straßenverkehr, wo wir uns gleich aufregen. Ja, was weißt du denn, was für einen Tag der hatte? Road Rage, also in Amerika ein stehender Ausdruck. Viele Leute, gibt auch einen Film hier mit Michael, habe ich es vergessen, wo er so schön, Michael Douglas, wo er dann halt jemand ist, der dann irgendwann einfach genug hat und die Knarre rausnimmt und die Leute umballert, die ganzen Amokläufe, weil auch niemand da ist, weil wir viel zu wenig miteinander praktizieren, üben, nicht tief zum inneren Kind hinabzutauchen, sondern einfach zu sagen, wie geht es dir denn? Oder auch selber mal schauen, wie sind denn jetzt die Umstände? Ja, der ist super im Stress. Ja, wir müssen dann, ja, da muss ich jetzt damit klarkommen. Eine Mutter mit alleinerziehend mit 3 Kindern. Frage, wo ist eigentlich der Vater? Warum war niemand da in der Umgebung, der vielleicht auch mitgeholfen hätte, damit die Beziehung stabil bleibt? Der vielleicht sich mal überlegt hätte und so weiter, wie das, darüber werde ich extra sprechen. So, also damit das eben nicht auseinandergehen muss. Denn wir wissen ja von außen immer sehr genau, was da los ist. Und jetzt kriselt es, aber keine oder so ganz wenige, die sich überlegen, wirklich konstruktiv überlege, mit einem Verständnis des Lebens, was bräuchte es, beginnend beim Wirtschaftlichen, welchen Raum sie brauchen. Es stehen genügend Räumlichkeiten zur Verfügung, sage ich ja mal wieder. Es ist genügend Geld auch in Privathaushalten da. Wo müsste vielleicht von meinem Geld was hinfließen, um dort etwas auszugleichen, dass wir uns als Organismus verstehen, auch mitdenken für andere. Aber das werde ich in einem Video nochmal extra schildern, weil allzu leicht dann dieses angestriggert wird, dieses, oh, der will sich in mein Leben einmischen. Ja, wir müssen uns in unser Leben engagieren, nicht einmischen, unberechtigt, sondern das Ganze quasi im Herzen tragen. Das ist etwas anderes und überlegen, zu wem möchte dieser Spruch, dann wird dann da schon das Richtige werden. Nicht die anderen in unser System pressen, unsere Schubladen reinpressen, aber mit einem Verständnis dafür, was bräuchte denn jetzt zum Beispiel damit dieser junge Mensch, ach, der hat keinen Sinn im Leben. Was bräuchte es denn, um den an die Stelle zu bringen, damit er auf seinen Lebensweg findet? Das habe ich nun alles schon ausgeführt und es ist auch an dir, mein lieber Mitmensch, bis ich vielleicht irgendwann mal dazu komme, darüber auch nochmal ein Buch zu schreiben, wenn ich es mir denn leisten kann, weil Kohle muss ja irgendwie auch reinkommen. Das sind alles diese Dinge, ne? Denk einmal weiter, also meine Bitte um Geld, mein Betteln um Geld, mein sehr erniedrigendes Betteln um Geld, was mich erniedrigt, weil so, ja, alle warten, bis der Thomas halt sein Buch schreibt und wenn er es halt nicht schreibt oder ne, immer auch auf andere Menschen beziehen, ja, wenn er es halt nicht schreibt, ja, dann kommt es halt nicht in die Welt. Ja, zum Schaden aller, wenn wir denn einfach mal uns einander so gegenüberstellen würden, dass jeder in auf verschiedensten Ebenen, zu verschiedensten Zeitpunkten etwas ganz Wichtiges in die Welt zu bringen hat, so wie im Orchester es ganz wichtig ist, dass zu einem bestimmten Moment der mit dem Pauke kommt. Bum, budum, bum, bum. Und wenn das nicht da ist, dann ist das ganze Ding verpfuscht. Und so, dass wir uns so begreifen, wir sind aufgestellt, wir kommen in dieses Leben als Orchester, müssen es nur noch begreifen, auch dass wir miteinander ein Musikstück aufführen sollen. Und da bringt es nichts, wenn man den Paukenspieler wegsperrt. 2 Jahre, 10 Jahre und sagt, na ja, die können wir jetzt nicht machen, dann gleich komm, lebenslänglich und tschüss. Denn dann können wir miteinander nicht die Symphonie aufführen.
Ja, was für eine Symphonie, was zu sagen. Ich habe doch daheim schön meine Schrankwand von so und so und das doch. Mir geht es doch gut. Ja, von dem Krebs mal ganz abgesehen oder der Diabetes und dem Burnout und der gescheiterten Partnerschaft mal abgesehen. Ja, was wir suchen, ist ein Glück vergleichbar dem Erlebnis, das wir bei einer wunderbar gespielten, großartigen Symphonie haben. Dieses erhabene, die Seele erhebende Erlebnis, so könnte das soziale Miteinander sein, wenn wir denn uns nur verstehen, zu verstehen beginnen als Mitspieler in diesem Ding. Und da darf man den Paukisten halt nicht wegsperren. Man muss dann nur überlegen, wenn der jetzt ständig dazwischen patzt mit dem, was wir Diebstahl nennen, was ja den meisten Leuten überhaupt nichts ausmacht. Also das ist ja, es ist ja mehr ein Aufregen oder sage ich mal ein, hey, das ist jetzt kein Verhältnis zwischen uns, das kannst du nicht einfach tun. Es geht ja häufig gar nicht um den Schaden, der angerichtet worden ist, auch beim Auto, es ist ja eine Bagatelle, sondern es geht darum, dass man sagt, sag mal, wieso patzt du mir dazwischen? Du bist doch noch gar nicht mit bum, 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 bist noch gar nicht gefragt. Wieso sind wir in keinem Verhältnis hier? Warum spielen wir nicht miteinander? Ist ja eher die Frage. Naja, und da ist im Grunde Beziehungsarbeit erforderlich, die zum Beispiel geleistet wird. Auch ein Wetterleuchten, eine Morgenröte, meine bisher ignorierte Webseite. Und da steckt ganz schön Technik dahinter, wirst du dann entdecken, so mit filterbaren Dingen da und so, egal. Wenn Menschen die Opfer mit den Tätern zusammensetzen, zum Beispiel von Amerika weiß ich das, wird bestimmt weltweit hier oder da mehr oder weniger geschehen, dass dann die Eltern, sage ich mal, den Mörder ihres Sohnes besuchen und dass sie merken, wir müssen Versöhnungsarbeit leisten, weil irgendwie auch unser Sohn, der jetzt im Jenseits ist, weil auch der das irgendwie will. Da haben auch Menschen Träume. Da haben auch Menschen ganz klar, wie ziemlich deutliche Eingebungen. Das hängt auch immer von den Fähigkeiten des Menschen ab, inwieweit er mit den Jenseitigen sprechen kann, mit den Sternengeschwistern. Und deshalb suchen sie dann die Begegnung mit dem, der ihrem Sohn oder Tochter das Leben genommen hat. Und dadurch passieren in diesem Menschen, der eine Tat begangen hat, und den Eltern in diesem Fall geschehen die großartigsten Dinge. Und dann kann man, ne? Also man merkt, okay, der Sohn ist nicht mehr da, aber er ist ja auf einer anderen Ebene ja doch da, halt nicht mehr physisch. Aber sein Jenseits geworden sein, dass er sich entkörpert hat, bewirkt hier unten ein Verständnis und eröffnet dort Ebenen des Verstehens, Mitfühlens, auch bis hinein in ein karmisches Verständnis, wo man plötzlich sagt, ach so, dahinter stand irgendwie, sage ich mal, eine größere Geschichte in diesem Mord, weil der Sohn, der war im letzten Leben vielleicht Massenmörder gewesen oder was auch immer. Das verdrängen wir ja alles oder stellen es nicht in diesen Kontext. Also Menschen gehen über diese schmerzhafte, anstrengende Schwelle. Da oder in Ruanda, als da die Hutu die Tutsi abgeschlachtet hatten, dann, dass man jetzt in diesem Leben nicht war, dass dann dort eine Verständigungsarbeit gemacht worden ist, weil die Täter jetzt wieder unter den ehemaligen Opfern leben. Also dann die Hutu, dann irgendwie in Tutsi-Gemeinden, wie es im Grunde früher der Fall war. Und es war unerträglich, bis sich die Menschen dem gestellt haben. Das heißt, auch jetzt der scheinbar Geschädigte, der jedes Recht hätte, den anderen im Grunde in den Schredder zu werfen oder dafür zu votieren, dass der sich dem anderen stellt, irgendwie auch mit dem, ich bin irgendwie Teil des Spieles und ich bin weiblich bereit, jetzt hier einfach mal loszulassen, meine ganze Haltung, was ich glaube, wie es sein müsste, sondern vielleicht auch eine höhere Weisheit anzunehmen. Und dann geschehen die eigentlichen Dinge, weswegen wir auf dem Holodeck sind. Deshalb kann eine Gesetzgebung, eine Rechtsprechung von heute, geht jeden als Individuum an, geht den Richter auch als Individuum an und die darum als Geschworene oder ne, als Umfeldbeteiligte oder sich Begreifende, geht sie alle an. Das Verbrechen des Einzelnen geht auch alle immer irgendwie an. Und die Intuitionen zu bekommen, wie es für jemanden weitergehen kann, da sind wir auch mit den ganzen Resozialisierungsmaßnahmen auch schon sehr gut unterwegs, dass man irgendwie merkt, man muss ihn jetzt nicht nur irgendwo in eine Gemeinschaft stellen, sondern idealerweise dort, wo er hin soll. Denn häufig kommen Menschen durch Verbrechen genau an die Orte, wo sie auf einmal wunderbarste Übereinstimmung finden mit anderen Menschen, auch eine Akzeptanz, so als wäre das eigentlich von vornherein
gewollt und gesucht gewesen. Menschen im Gefängnis verrotten zu lassen, es irgendwie dabei immer zu belassen, heute auch in diesen Schuldzuweisungen, die ständig da sind, auf Grabenkriege, in Partnerschaften zwischen Nationen, ja du so, ja du so, ja wieso, das steht mir zu. Ich finde das immer wieder spannend. Ich habe das auch mal, ich habe das mal kurz erwähnt und dies ist ja mein Abschlusssatz. Ein, sagen wir mal jemand, also zwei Personen, einer, der hat einfach irgendwie Glück und macht aus, sage ich mal, macht irgendwie, zack, hat er 200.000 Euro. Irgendwie sein Einsatz wurde, vielleicht weil er auch clever war, aber egal, sein Einsatz wurde verfünf- oder verzehnfacht. Irgendwie im Spiel oder hier Bitcoin und so weiter. Also das ist ja der Traum von jedem. Aber natürlich ist das jetzt seins. Klar, ist jetzt seins. Dann kommt ein anderer daher, für den wäre, also das heißt, das, was ihm geschenkt worden ist vom Leben, wird natürlich gesagt, also auch ignorieren, dass die Chance, dass sowas passiert, 1 zu 99 ist. So, ein 99,999876. Dass die Chance, dass man wirklich nicht nur jetzt das Richtige erwischt, sondern auch rechtzeitig aussteigt, um den Gewinn zu behalten und dann noch das Glück hat, dass jetzt nicht irgendwer das Finanzamt oder wer sonst was wieder alles wegnehmen möchte. Die Chance, dass das passiert, ist sehr gering. Aber natürlich sagt man, ja, das habe aber ich alles gemacht. Also nicht etwa das Glück hat noch dazu beigetragen. Nicht irgendwelche Jenseitigen, nicht die Engel, nein. Hat einem nicht dieses Geld gegeben, das war alles ich. Ich bin ja so groß, ich bin so schlau und war so rechtzeitig und hat der frühe Vogel fängt den Wurm, alles ich. Also alles meins und ich habe keinerlei Anlass, jetzt das jemandem weiterzugeben, von dem, was mir eigentlich objektiv gesehen geschenkt worden ist, habe ich jetzt meinen Einsatz kann ich wieder rausnehmen, plus meinetwegen ein bisschen was und den Rest könnte ich ja weiterleiten dorthin, wo er zum Wohle der Welt vielleicht sogar gebraucht würde. Dieser Gedanken erscheint insbesondere Männermenschen total absurd. Das heißt, hier verstoßen sie gegen ihr eigenes Prinzip des Realismus. Der Realismus, denn normalerweise würden sie sagen, nö, die Chance, dass das passiert, ist so gering, dass ich auch nur einen kleinen Einsatz mache. Wenn aber dann das andere, der Zufall, der sogenannte, eine Rolle spielt und ihn in die Hände spielt, ja, dann war es ihr eigenes Vermögen. Das ist total irre. Also wie Menschen zu Geld kommen, hier auch nochmal mit meinem lieben Vater, habe ich da, ja, da erzählt er halt über die Dinge und wie dann damals halt zum Beispiel mit Geld um sich geworfen wurde. Hier irgendwie im Ölgeschäft und so weiter. Ich war nie in einer Lage, wo irgendjemand mit Geld um sich geworfen hätte. Ja, dein Pech. Das ist eben diese Art, da verrennen wir uns und versteifen wir uns etwas. Das ist jetzt mein Besitz und überhaupt und machen dann Rechnungen auf. Ich lebe, ich werde 130 Jahre und ich brauche pro Monat brauche ich 5.000 Euro und der Rest der Menschheit muss mit 800 oder noch weniger klarkommen. Aber das setze ich mal so fest und so weiter. Ja, also wird dann gleich irgendwie alles so fest zementiert, dass die Gelder auch nicht mehr weiter fließen können. Gelder, die noch einmal gesagt, erwirtschaftet werden durch, weil hier wirklich großes Glück am Spiel war, dass man in einer Zeit, in einer Weltgegend, in einem Beruf hineingekommen ist, was alles kein Verdienst ist. Genügend Kollegen werden auch gefeuert, wo einfach der Geldsegen da ist. Sodass man mit 40, 50 Jahren einfach über 100.000 Euro oder 1 Million oder was auch immer verfügt. Und die anderen haben nichts. Nicht einfach das Geld verschenken, davon rede ich nicht, aber gerade dort, wo man sieht, es wäre sinnvoll angelegt, dass man nicht nur sagt, ich rücke jetzt von dem riesen Reichtum, den ich habe, jetzt hier einen Euro raus. Ich habe mit deinem Schicksal ja überhaupt nichts zu tun. Du Dieb, du Armer, du was auch immer, Gesetzesübertreter. Früher kamen die Diebe ja an den Turm oder die Taugenichtse und Tagelöhner kamen ja mir auch vor die Stadt, nicht wahr? Der Zigeuner. Und hier in ein völlig neues Verhalten zu gehen und zu sagen, das hier, das kam zu mir. Und die Frage ist eher in einer Gemeinschaft, die auch eine solche werden will, wohin will dieses Vermögen? Ich nehme mir meinetwegen raus, damit ich die nächsten Tage satt bin oder auch den nächsten Monat, ist ja in Ordnung, aber nicht die nächsten 50 Jahre.
Und dann kommt die Inflation und belehrt mich ja sowieso wieder eines Besseren und ich bekomme einen Herzinfarkt, ja. Und dann ist die ganze Rechnung geht auch nicht mehr auf und ich bekomme eine teure und ich muss eine Bypass-Operation selber bezahlen, das ganze Geld ist auch wieder weg. Warum warten wir immer, bis uns durch das Leben die Dinge weggenommen werden, anstatt rechtzeitig all die Dinge zu tun, die wir immer schon tun wollten und es im Grunde auch dorthin weiterzuleiten, wo jetzt Mangel herrscht. Nicht nur Mangel, weil jemand so geil drauf ist, sich jetzt 10 neue Fernseher zu kaufen, sondern weil zum Beispiel jemand wie ich etwas jetzt hat. Jetzt ist das Pflänzchen da, das jetzt eingepflanzt werden möchte und wachsen möchte mit einem Grundstück, mit ein bisschen Ressourcen und so weiter. Warum nicht es jetzt dorthin schieben, wenn wir doch wissen können, dass in dem heute als Grundtatsache angelegten sozialen Organismus alle nur dann ins Glück finden. Das Schicksal schlägt sonst zu. Vergiss es nicht. Das ist nicht zufällig so. Wenn wir uns so verhalten, dass das, was mir an Sprüchen, die ich weitergebe, an Wissen und so weiter, an Kontakten, an Möglichkeiten, auch finanziellen, Grundstück, Verfügungsgewalt und so weiter, wenn wir das dorthin fließen lassen, wo wir auch wahrnehmen, dort ist jetzt ein Mangel und da möchte etwas wachsen. Dann Thomas Christian, ich hoffe, dass aus all dem etwas wächst. Gute Nacht.